ich begrüße euch zu The Curse of Monkey Island. Monkey Island 3 sozusagen. Von 1997, aber okay. Geschichten von 1002 Seemännern. Aber mit Rätseln. Ja. Die kriege ich immer gewuppt. Startet es? Ich höre einen Ton. Ah. Uiuiuiui, das klingt sehr affig. Wird bestimmt sehr affig. Aber ja, Monkey. Ich bin gespannt. Ich habe von The Curse of Monkey Islands noch gar nichts gesehen und bin echt gespannt. Lukas Arzt. Okay. Wisa Maiko. Okay. Na, die Grafik ist nicht so berauschend, gell? Mal gucken, wie es noch wird. Sag ich mir es vielleicht? Aber cool aussehen tut schon, ne? Der Monduntergang. Ach doch, ist da geil, Borsch. Hallo, geil, Borsch. Was machst du? Nee, oder? Ich war verrückt. Sieht schon nur im Autoscooter. Seit Tagen verirrt auf hoher See. Ich habe weder die schwimmen scheinbar. Instrumente. Kein Proviant außer einer halben gepökelten Wurst. Und wenn ich nicht bald auf etwas zu trinken stoße, ist es aus mit mir. Oh Gott. Die Hoffnung, meine geliebte Elaine zu finden, hält mich aufrecht. Die Suche nach dem berühmten Schatz Big Whoop hat mich in diese missliche Lage gebracht. Ich hatte gedacht, er würde mir zu Ruhm und Ehre verhelfen. Doch stattdessen hat er mich direkt in die Fänge von meinem Erzfeind getrieben, dem Zombie-Piraten LeChuck. Er wollte sich an mir rächen, weil ich seinen bösen Plan durchkreuzt habe, Elaine zu heiraten. Bin sehr, sehr durstig. Nur ein einziges Glas frisches Wasser und ich hätte vielleicht wieder die Kraft, weiter zu segeln. Aber ich weiß ja, um mich herum gibt es weit nur den Ozean. Mag es Greenwater. Okay. Wird ich möglicherweise Trinkwasser finden und etwas zu essen. Obst vielleicht, um damit den Skorbut zu bekämpfen und meine Kraft wieder zu gewinnen. Korb für frische Früchte. Ach, warum Banane. Quäle ich mich selbst so? Ich könnte mir auch ein Hühnchen und einen großen Krug voll Grog wünschen. Das bringt ja doch nichts. Witzig. Oh, meine süße Elaine. Bin ich dazu verdammt, auf diesem Ozean zu verhungern? Ohne dein Gesicht nur noch ein einziges Mal wiederzusehen, bin ich... Okay. The Curse of Monkey Island. Na dann schauen wir mal, was uns erwartet. Besetzung. Gab was Stillbot. Okay. Normal kommt es doch immer am Ende, ne? Okay. Die Musik finde ich aber echt cool. Aha. Geil, Barsch. Nee, Quatsch.
oft muss ich es dir noch sagen, LeChuck? Du bist nun mal einfach nicht mein Typ. Elaine? Bei meinem geronnenen Blut wirst du lernen, mich zu lieben. Komm auf mein Schiff und ich mache dich zur Königin der Toten. Na, wer will schon Königin der Toten sein, ganz ehrlich? Ich kann nicht, ich wollte mir die Haare waschen. Pfeife auf dein Haar, Mädchen. Siehst du nicht, dass dieser alte, salzige Seeleib sich so sehr nach deiner zärtlichen Berührung sehnt? Ich glaube nicht, dass mein Vater zustimmt, wenn ich mit einem Untoten ausgehe. Und du bist sowieso ein viel zu netter Geisterpirat für mich. Lass uns doch einfach gute Freunde sein. Oh, sieh der Wahrheit ins Gesicht, LeChuck. Du bist ein widerlicher, verfaulter, boshafter Schurke. Nicht gerade das, was ich mir im Moment für eine romantische Beziehung wünschen würde. Verständlich, ne? Sprich nicht in Rätseln, freches Weibstück. Was soll das bedeuten? Du bist ein blutrünstiges Monster. Du hast mich schon entführt, meine Freunde gefoltert und mir den einzigen Mann genommen, den ich jemals geliebt habe. Guybrush Threepwood. Ah, wie romantisch. Chef, ahoi! Threepwood! Fischt ihn raus. Guybrush? Guybrush Threepwood. Bei meinen feurigen Eingeweiden. Ich weiß nicht, wie du meinem Jahrmarkt der Verdammten entfliehen konntest, aber meiner Klinge wirst du nicht entkommen. Da! Ah, das Schätzchen hat Courage. Bringt ihn unter Deck. Ich kümmere mich später um ihn. Mach die Beiboote los. Und mach unsere brennende Voodoo-Kugel bereit. Okay. Das Ablegen des Zombie-Piraten, LeChuck. Okay. Ich muss hier raus und Elaine helfen. Wenn ich nur durch diese Tür kommen könnte, dann könnte ich leicht die bewaffneten Wachen oben überwältigen, über Bord springen und ans Ufer schwimmen. Hör auf zu murmeln, Gefangener! Ich spreng euch in die Luft, ihr miesen Hunde! Ihr werdet den Tag noch verwünschen! Heliumballons. Wie die Steuerung funktioniert. Sekunde, das kann jetzt ein bisschen dauern. Fort, ihr Mistkerle. Zeit zu okay, sterben. Warte mal. So, was gibt's? Wie funktioniert die Steuerung? Ja. Nehm dies! Hä? Moment, ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert, weil die Maus, die funktioniert nicht. Ich lege eure Festung in Schutt und Asche. Gitter. Warte mal, du wirst weiß, du ist es rot. Ich fühle mich, als könnte ich die Welt erobern. Wie funktioniert denn die Steuerung? Hallo? Ich hätte wohl bis am letzten sollen, ne? Okay, aber ich würde sagen, für die Einführung, für den ersten Teil, ich muss mal jetzt mal noch lesen, wie die Vollsteuerung funktioniert. Im Spiel, aber das will ich jetzt nicht während der Aufnahme machen. Sehen wir uns im nächsten Teil. Wir sehen uns in Teil 2. Bis dann!